Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Hallo meine lieben Chicos und Chicas da draußen, der Kuro ist wieder hier mit dem Slay, hi! Und einer kleinen Runde Let's Play Together Skyrim. Oh Gott. Ja, ihr habt es ja beim letzten Mal schon mitgekriegt, die Folge hat sich ein bisschen gezogen an einer Stelle. War aber auch verdammt scheiße. Ne? Einmal und nie wieder. Wenn ich jemals wieder auf dieses Schwierigkeitsgrad Skyrim spiele, erschieße ich mich vorher. Ja. Wir machen das alles für euch. Nicht für uns, wir machen das für euch. Damit ihr was zu lachen habt. Nein, wir machen das auch für uns, weil wir einfach nur eine Herausforderung haben wollten. Echt? Wollten wir? Ja, wir haben es vorher, du weißt auch, welchen Schwierigkeitsgrad wir es vorher gespielt haben. Ja. Immer. Du weißt, das wird... Da so, wollen wir mal los? Nein. Ständig durchge... auf Anfänger gespielt, ne? Mhm. Das musst du ja mal reinziehen. Ich guck mal kurz die Uhren durch. So, ich will mal was gucken. Nein, ach. So, was hat man denn noch Bekleidung? Ehrlich, wir hatten keine Stiefel an. Ja, die habe ich eben gefunden. Okay, dann wollen wir die auch erstmal auf Favoriten setzen, ne? Hätte ich mal grob gesagt. Weil jetzt gibt es ja einen Bonus für alles. Nein, stopp, gibt's gar nicht. Ha. Stahl, Stahl. Und das ist Eisen, Eisen. Ja, aber das ist alles schwere Rüstung. Beim ersten Bonus geht es nur darum, ob das schwere Rüstung ist. Okay. So, dann wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Sieht ja doch ein bisschen verlassen aus. Aber was hat dich getriggert? Irgendwas nicht nur, sondern zwei. Und es ist wieder silberne Hand. Da hinten. Das. Der Biss eines Flohs. Parkas OP. Ehrlich? Warum nicht gleich? Also warum nicht vorher? Leute, ihr habt gesehen, wie wir uns in der letzten Folge abgemüht haben. Der hat ja nicht mal was an, der Kerl. Ey, jetzt mal ehrlich. Bei dir hat er fast gar nichts gemacht. Und bei mir... Der mag mich nicht. Ja, es ist echt komisch. Das ist ein Einhänder, ne? Ja. Gut, nehmen wir den auch mal mit. Wie viel Schaden macht der eigentlich? Warte mal, ich muss mal gerade gucken. Die behalten wir, ne? Ja. Die auch. Den wollten wir entzaubern. Hä? Den wollten wir, glaube ich, entzaubern. Warte, ja, wollten wir. Braucht man den Jagdbogen? Ja. Hä? Ja, oder? Nee. Wir haben Skyline. Genau. Ich mach den Jagdbogen weg. Ja, ich mach mal den weg. Die Spitzhacke? Ja, man braucht immer eine Spitzhacke. Wie viel, wir wollten gucken, wie viel Schaden das Silberschwert macht. Ja, ich will gerade nur mal ein Silberschwert. Macht genauso viel wie das Stahlschwert, aber ist leichter. Ja, und wirkungsvoller gegen Untote. Ja, also schmeiß Stahlschwert weg. Ach Gott. Gott. Ja, wir müssen drauf aufpassen, wie viel wir ertragen, weil wir kriegen ja dann noch einiges. Deswegen, Bekleidung. Wir haben ja nur das Nötigste. Ja, das ist. Das ist es ja. Upala. So weit sollte ich gar nicht gehen. Die Schlüssel. Ja, wollte ich gerade. Oh. Ja, die Drachenknochen. Wir haben vergessen, was zu verkaufen. Mhm. Das erklärt so einige. Sollt ihr ablegen? Nein, das ist bares Gold.
Naja. Das ist das wahres Gold, aber egal. Nee, wir müssen gerade mal gucken, mal guck dir mal unser Gewicht an. Wir haben doch noch 30. Und notfalls können wir später immer noch entscheiden, was wir wegschmeißen. Ja. Okay. So. Müssen wir mal. Nein. Doch. Hier lang war müssen wir, ne? Du hast diese Kack-Dudes und ich krieg so ultra schwere Gegner. So, nehmen wir das Gold mit. Krankheitsheilung brauchen wir nicht. Wollen wir noch ein Silberschwert mitnehmen? Haben wir zwei Stück? Nee, komm, eins reicht. Okay. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Das Spiel mag mich einfach nicht. Ist ja nicht so, als wäre es meins. Ja, aber glaube ich eher nicht. Warte mal. Fuckers. Ich hab dann so eine dumme Idee. Wir sollten weitergehen. Nein, du kannst ihm nichts zum Tragen geben. Schade. Wenn er nur ein questbedingter Partner ist. Hätte ja sein können. Kein Begleiter. Das wäre sonst praktisch geworden. Hm. Ich kenne sowieso einen, der das gang geil auslöst. Ich will es jetzt nicht ausprobieren, was die macht. Genauso wenig wie die, weil ich das nämlich nicht mal weiß. Und die Möglichkeit besteht, dass ich dann drauf gehe. So, Mann, das ist eine wahre Hand. Farkas hat noch ein bisschen, das heißt. Ich würde dir gerne helfen, aber ich regeneriere gerade selber ein bisschen. Damit ich auch was machen kann. So. Ich habe das Silberschwert gerade wieder abgelegt. Das ist da. Ist das schon alles? Oh, was hat das? Ihr habt gewonnen. Ich ergebe mich. Das kam ein bisschen zu spät. Mit den Ergeben, oder? Ja. Mhm. Ah ja, das Silberbein mit mir? Ja. Okay. Was ist in der Truhe drin? Nehmen wir den Ausdauertrank auch nochmal mit. Gucken noch mal ein bisschen rum. Den hatte ich gerade durchsucht oder die. Hast du? Ja. War ja das Pelzschild und alles. Hab gar nicht drauf geachtet. Guck. Ach stimmt. So. Ah, scheiß Erkältung. Ich weiß, ist echt schlimm, habe ich auch gerade. Irgendwie sind wir alle krank. Und ich war jetzt nicht nur krank im Kopf. Ja. Auch erkältungsmäßig. Aber ey, komm, es ist Winter. Kein Wunder. Jetzt ehrlich. Also, nee. Ja, ich sollte vielleicht, wenn ich rausgehe zur Feier, nicht nur ein T-Shirt oder eine Jacke anziehen. Ja. Was auch immer das jetzt war. Ich sag ja, dieses Spiel hasst mich an. Was ist da was? So, wenn ich jetzt hier die Tür aufmache, was sehe ich dann dahinter? Ich weiß es nicht, ich speichere nämlich gerade. Ich habe nämlich das dumpfe Gefühl, dass ich gleich eventuell drauf gehen könnte. Ich nehme es zurück. Willst du aufstehen? Oder liegen bleiben?
Ich glaube, der bleibt liegen, oder? Ja. Und wir haben endlich mal wieder einen Trank für Heilung gefunden. Okay, das wird mir jetzt noch ein bisschen eng. Du machst doch einen Feuerzauber drin. Das ist... ja, okay. Schon wieder so eine Ultra-OP-Tante. Du musst das doch gar nicht! Schon verkehrter Knopf. Zaubertränke. Wozu habe ich gerade Auszaubertränke mitgenommen? Vielleicht noch eine kleine Heilung. Okay, zweimal kleine Heilung. Dass er ein bisschen kommt. Scheiße! Wie fühlt ihr euch? Ich fürchte, ihr könntet krank sein. Alter, es kommt ein bisschen früh. Hallo, ich bin tot gewesen. Und dann fragt sie mich noch, wie ich mich fühle. Jetzt mal ehrlich. Wir haben ihn, ich habe ihn voll gefailt. Ja, ich aber gerade auch. Ich noch nicht. Nein. Ach Gott. Was ist denn gerade los? Das kann sein, dass jederzeit der Fall irgendwie nicht trifft. Ja, aber und du stirbst. Ja, ich mein. Das Blöde ist, die kommen jetzt hier oben, Mann. Alles die Falle von ihnen. Ich war jetzt doof. Ja, ich weiß. Wo ist Farkas? Der ist vorgelaufen. Das Blöde ist, wir regenerieren so langsam. Mir fällt was ein, haben wir als Ort nicht diese Berserkerkraft? Stimmt. Da war ja was. Wir haben ja nicht ein paar Bus. Mal gucken. Erst heilen, dann. Oder. Aha. Ach, guck an, was man mal sieht, wenn man einfach mal nachguckt. Okay, jetzt. Erklärt sich das auch langsam, warum die vorhin meinte, wir sehen irgendwie krank aus. Ich glaube aber nicht, dass wir einmal einen Trank der Krankheitsheile mitgenommen haben. Nee, weil wir den auch die ganze Zeit überall da gelassen haben, wo er war. Okay, das bringt alles nicht. Nicht mal der Blutrausch oder wie auch immer das Ding ist. Ja doch, der hat schon was gebracht, wenn wir die Krankheit nicht hätten. Ja. Das heißt, gleich erstmal zurück und Trank der Krankheitsheilung einsammeln. Mhm. Wir sollten öfter mal gucken, ob wir Krankheiten haben. Ja, solange wie wir noch kein Werwolf-Ork sind. Na gut, das heißt nochmal zurück. Hätten wir mal besser aufpassen sollen. Von woher haben wir die gekriegt? Keine Ahnung, aber so. Ja, ruhig da hinten. Eieiei.
Du weißt doch, bei Skyrim fängst du dir immer schnell Krankheiten ein. Ich meine, einmal einen Wolf falsch gestreichelt und schon. Du sollst nicht an den Genitalien streicheln. Ach, woran du immer denkst? Oh, geil, das doppelt. So, sind wir wieder. Müsste mal gesund sein. Was sagt... Mich interessiert jetzt... Ja. Gerade einfach mal... Wie ist das Felsenhaxe, ne? Mhm. Wie man das kriegt, oder was? Ja. Ah, Gott. Ah, von dem Wolf. Oh, man hat uns also ein Wolf mit Felsenhaxe angesteckt. Sag ich doch. Alter, weißt du, wie lange wir schon in dieser Höhle drin sind und weil wir selbst gegen Wölfe gekämpft haben? Das ist es, ja. Wie lange hält diese scheiß Krankheit? Ah, das war jetzt Waffen. Ich hab's halt wirklich nicht mit diesen scheiß Tränken oder beziehungsweise mit allen. Ich wollte Ausdauer. So. So, jetzt wieder rein. Alter, wir haben uns gerade an einer Stelle festgefahren, ne? Er hat fast die ganze Folge an einer Stelle verbracht. Das ist echt schlimm gewesen. Aber du siehst es ja nahe sowieso noch beim Schneiden. So, kurze Frage zwischendurch. Wie lange dauert das jetzt eigentlich beim Rendern? Lang genug. Ja, weil... Ich hatte nämlich die Überlegung, schaffst du das dann eigentlich noch mit dem anderen Video, was du machen wolltest heute, mit hochladen? Ganz eine rendern. Okay, ja, weil ich war nämlich irgendwie okay. Der Meinung, das könntest du nicht alles gleichzeitig machen, aber wenn es geht, okay. Ja, hochladen und rendern kann ich schon gleichzeitig. Ich kann nur halt nicht gleichzeitig rendern und aufnehmen. Das geht nicht. Ja, ich hatte da irgendwie so einen Dreher drin. Weil irgendwie war da ja was gewesen. Hier zwei Schläge mit so einem scheiß Silberschwert und das Ding ist down. Mein Ding, der ist jetzt schon wieder vorgerannt. Gerade mal gesehen, wir sind fast wieder K.O. Noch so irgendwo wer? Alter, ich hab's geschafft. Meine Güte. Sind alle tot. Wir sollten diese Berserkerkraft öfter machen müssen. Das ist vor allem so selten, weil ich so selten Ork spiele. Ich hab da eigentlich nicht dran gedacht. Ja, ich aber auch nicht. Naja. Ich auch nicht. Ach, sei leise. Ja, ich weiß. Oh, wir haben uns beruhigt. Ist auch gut so. Blöd ist da unten, ist glaube ich irgendwo noch immer noch ein Bogenschütze oder war der eben dazwischen? Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich auch nicht. Ich konnte gerade nicht mehr zwischen Freund und Feind unterscheiden und habe einfach auf alles draufgehauen. Das ist der Nachteil in der Kraft. Naja. Aber sie ist praktisch. Hatte ich den schon? Ja. Ja. Wenn wir jetzt einen vergessen haben, auch egal. Nee, ich hab alle. Die Truhe nehmen wir aber noch mit. Also den Inhalt. Klar, der ganze Scheiß für 22 Gold. Gute Fuck. Ach Gott, das wird immer noch mehr, das weißt du. Ja, trotzdem. So, jetzt gehe ich hier hoch. Und gehe gleich wieder drauf. Wovon denn? Da ist doch nichts. Alter, da liegt schon wieder ein Toter. Es ist ein Grab, da liegen überall Tote. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache.
Die Truhe ist zu einladend, oder was sollst du jetzt damit sagen? Es ist einfach nur ein leerer Raum, der schon so aussieht, als würde da gleich wieder was passieren. Oder? Oder auch nicht. Ja, was ab? Erstmal gibt's da aber vorne ganz ehrlich, ich schlag mich lieber mit Trauge rum als mit silberner Hand. Siehst du? Hab ich doch gesagt. Da kommt wieder irgendwas. Ja, eine Ratte. Mit Gold. Ich hinterfrage dich zwar nicht, warum diese Ratte Gold hat. Hast du aber Fragen? Ich habe gesagt, ich tue es nicht. Alter. Ist hier sonst irgendwo noch was? Nein, aber da hinten ist noch ein Gegner. Gehen wir mal einfach hier rein. Hallo Tür. Nein, da will ich mal nicht durch. Oh Gott. Oh. Okay. Lacker. Mhm. Ein Heuhaufen. Archimietisch. Ein paar Bücher. Die will ich jetzt nicht durchsuchen. So, da geht's schon mal nicht lang. Aber da sehe ich schon was lang laufen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach Mist, das habe ich auch vergessen. Diese blöde Fähigkeit kannst du ja nur einmal pro Tag benutzen. Ja, und so Dings sind wieder. Also das Schwert ist nicht mehr geladen. Ja, das kann man ja wieder aufladen, also so ist es ja nicht. Ja, das ist gleich, die das ja auch. Eieieiei. Wie ist denn jetzt weiter? Hallo? Hallo? Da lang. Ach da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du wirst doch bald mal da sein, oder nicht? Ja, irgendwann schon, ne? Ich mein, so... Ja, könnte ich. Ich weiß aber nicht, ob ich das will. Ich werde es vorziehen, wenn wir nicht noch mehr sterben. So oft bin ich ja jetzt noch nicht gestorben in dieser Folge. Ja, in der letzten Folge sind wir genug für 5 Folgen gestorben. Ja. Weil ich so übelst fail. Ja. Auf jeden Fall. Woher sollte ich denn wissen, dass wir Krankheit haben und dass wir keine Schuhe haben und. Ja, aber dass wir keine Schuhe hatten, das. Ja, das war mega fair. Ich weiß auch nicht warum. Er guckt. Er hat nachgeguckt auf einmal. Beziehungsweise er hat's gesehen, oder wie? Ich hab die Stiefel in dem Meisterschloss gefunden. In der Meistertruhe gefunden. Hab mir dann so gedacht, ja, okay. Ja. Wollt gucken, ob die besser sind als die, die wir haben. Und hat gesehen, wir haben gar keine. Mhm. Was ich auch mega. Oh nein. Hm, ob ich das in den letzten 6 Minuten noch schaffe, ohne zu sterben? Passt schon. Ich hole mir aber auch erst den Schrei und gucke in den Truhen nach. Bevor ich das Ding da aufhebe. Habe ich das gerade richtig gesehen? War da 2 Schreie? Nein. Das war eine optische Täuschung. So, jetzt Truhe. Nehmen wir noch Gold mit. Ui. Toll. Nehmen die doch mit. Was wollen wir damit? Nehmen die mit. Okay. Und wenn wir sie erstmal nur entzaubern. So. Was haben wir noch?
Wollen wir den mitnehmen? Ja. Beziehungsweise gleich ausrüsten? Ja. Dann kann ich nämlich unseren alten Helm. Also das ist der neue. Das ist genau. Favorit setzen und die zwei wegschmeißen. Warum auch immer wir zwei davon hatten. So, jetzt gucke ich. Du musst ja erst die Wut, jetzt musst du die Wutrad. Ja, ich muss mir das Wutradfragment holen. Das Problem ist nur, sobald ich das mache, passiert wieder irgendein Scheiß. Außerdem sind hier Seensteine. Und Tränke. So. Meins? Okay, ich korrigiere. Gab es nicht auch irgendeine Höhle, wo dich dann hunderte von Trauger angreifen? Ja. So wie hier. Oh, das war ein. Wo sind sie? Den Feueratem? Den ja. Schrei? Ach scheiße, wir haben gar keine Seele. Ja, das ist das nächste Problem. Wir haben noch keine Seelen dafür. Also keine Drachenseelen. Also nicht die Dark Souls Seelen. So, jetzt kommen die nächsten. Ganz ehrlich, zwei Schläge mit dem Silberschwert und die Dinger sind down. Ja, die waren. Ja, die lag da drüben. Die hat er mal benutzt, weil er seine. Weil er ja seine Schere vergraben hat und sie nicht gefunden hat. Weitermachen. Hä? Irgendwie sind die Tor geblamed. Nein, du machst jetzt nichts. Oh, das auch. Jetzt nicht mehr. Geh weg. Geh doch einfach sterben. Ist er jetzt tot umgefallen? Ja. Er hat sich gesehen, deswegen ist er Hässlichkeit umgefallen. Ja, komm schon. Aber wir sind schon wieder nett zueinander heute. Ja. Erstmal Zaubertränke, ein bisschen heilen. Ausdauer haben wir natürlich gar nicht mehr. Und jetzt Schreie. Deine Angst? Der ist doch abgeklungen. Da hinten ist immer noch einer. Ihr macht mich wütend. Ne, zwei sogar. Wo bin ich? Ach da. So, wo war jetzt der Durchgang? Da. Meine Güte. Jetzt kommen hier aber keine Viecher mehr. Und wir sind draußen. Ja, danke. Und ich hab's auch fast geschafft von der Zeit her. Ja. Ich bin noch vor Ende der Folge draußen. Und Skyline sieht aus, als würde er gleich wegpennen mit dem DS in der Hand. Ja, jetzt wo Omega Rubin und Alpha Saphir draußen sind, sind hier in der WG irgendwie alle noch am Pokémon suchten. Aber ich suchte kein Omega oder Alpha mäßig Scheiße. Es ist aber auch Pokémon. Richtig. Weil ich das Spiel weder das Spiel noch die entsprechenden Geräte dafür habe. Richtig, aber du zockst Rescue Team Red. Ja,
So, jetzt muss ich hier wieder raus. Nein, ach Gott, ich wollte keine Waffen ziehen. So, raus. Oh Gott. Wow, jetzt haben wir über eine Stunde diesen scheiß Grab verbracht. Ja, so ungefähr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ja, ja, ja. Ah, ja. Über eine Stunde. Ja, aber wirklich über eine Stunde. So. Ja, ich habe ja in der verschwundenen Folge, wie ich sie jetzt einfach mal nenne, habe ich ja auch schon Zeit da drin verbracht. Ja. So, umdrehen und speichern. So, oh, gucken wir nochmal, warte mal, wo ist der Mond? Ah, klar. Oh. So, dann würde ich mal sagen, ich fände die Vorspulen. Ich speichere jetzt mal. Und dann würde ich sagen, hiermit ist die Folge dann auch zu Ende. Falls ihr noch irgendwelche Anregungen habt für Namen für unsere Waffen, schrotet sie in die Kommentare. Und so noch was zu sagen? Hast du noch was zu sagen? Nein. Nein? Nein? Nein. Ich habe genug. Letzte Worte sind etwas für Idioten. Ich habe genug gesagt. Ja. Was soll man jetzt noch sagen? Tschüss.